Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeigen wir euch unsere Hydroponikanlage. Do you just feel like there is no just left to see? Als wir im Frühling 2020 beschlossen, unser Leben radikal zu verändern und aus der Stadt in einen Wohnwagen aufs Land zu ziehen, legten wir unseren Fokus auf zwei Dinge. Erstens, wir wollten uns verkleinern. Denn alles, was man besitzt, besitzt einen auch und macht einfach, dass man sich kümmern muss. Zweitens, wir wollten möglichst unabhängig von dem System werden, das uns umgibt und weniger Geld benötigen. Stichwort Selbstversorgung. Ohne Plan, aber mit jeder Menge Enthusiasmus bauten wir Hochbeete, Gewächshäuser und Pflanztonnen. Natürliche Kreisläufe interessierten uns schon immer. So stolperten wir vor einigen Jahren über Aquaponik. Aquaponik ist eine Kombination aus Fischzucht und Pflanzenanbau. Das benutzten angeblich sogar schon die Mayas. Die Fische liefern dabei die Nährstoffe für die Pflanzen. Die Pflanzen reinigen das Wasser für die Fische. Das Ganze läuft also in einem symbiotischen Kreislauf. Im Gegensatz zur klassischen Bewässerung verbraucht man hier nur ca. 10% des Wassers. Wenn man die Anlage dicht bekommt. Da wir erst im Frühsommer so richtig mit der Anlage loslegen konnten, war klar, dass wir es nicht mehr schaffen würden, irgendwelche Fische angemessen zu halten und wachsen zu lassen, bevor der Frost kommt. So schwenkten wir kurzerhand auf ein Hydroponik-System um. Bei der Hydroponik ziehen die Pflanzen ebenfalls ihre Nährstoffe aus dem Wasser, das sie umgibt. Jedoch werden diese Nährstoffe von Hand ins System gebracht, also im Grunde wie Aquaponik, nur eben ohne Fische. So funktioniert unsere Anlage. Wir beginnen am tiefsten Punkt. Von hier wird das Wasser nach oben gepumpt und startet seine Reise durch das Röhrensystem. Die orangenen Elemente sind leicht nach rechts geneigt, die grauen Elemente hingegen leicht nach links. Die blauen Pfeile zeigen hier die Fließrichtung des Wassers. Hat das Wasser alle Rohre passiert, so landet es wieder im ersten Becken und der Vorgang beginnt von vorne. Mit einer Zeitschaltuhr aktivieren wir den Kreislauf zweimal pro Stunde für ca. 10 Minuten. In den Behältern unter der Anlage ziehen wir kleine Pflanzen an, bevor sie in die Pflanztöpfe kommen. In den Pflanztöpfen befindet sich Tongranulat in zwei verschiedenen Größen. Hier wird das Wasser gespeichert. Für die Pflanzen ist der Nitratgehalt im Wasser wichtig. Hierfür gibt es sogar Teststreifen. Wir haben allerdings komplett aus dem Bauch herausgehandelt und gar nichts überprüft. Hat aber trotzdem geklappt. Der Schlüssel zum Erfolg war unsere Kompostbrause. Damit haben wir alle Pflanzen im Garten bewässert und auch immer den Wasserstand der Hydroponikanlage aufgefüllt. Die Kompostbrause braut man so. Wasser in einen Behälter geben, in unserem Fall ein 200 Liter Regenfass. Nun nehmen wir etwas Komposterde als Basis. Wir stecken sie in einen Nylonstrumpf, damit die Erde nicht direkt auf den Grund sinkt. Dann erstmal für ordentlich Sauerstoff sorgen. Dafür haben wir extra eine Pumpe aus Übersee bestellt. Die Sauerstoffbläschen bewegen den Strumpf und durch diese Bewegung gibt er gleichmäßig Nährstoffe ins Wasser ab. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, folgende Zutaten verbessern das Ergebnis. Algen- und Seegrasdünger fördern die Bildung von Bakterien und Melasse füttert die Bakterien. Es dauert etwa 24 Stunden und man hat eine extrem nährstoffreiche Kompostbrause. Man kann so eine Anlage auch einfach mit gekauftem Zusatz für Hydrokulturen laufen lassen. Falls wir hier übrigens Dinge falsch erklären, was nicht auszuschließen ist, da wir uns alles selbst beibringen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns gegebenenfalls in den Kommentaren verbessert. Nun solltet ihr in der Lage sein, eure erste eigene Hydroponikanlage zu bauen. Ging's zu schnell? Die genaue Anleitung haben wir euch als PDF in die Beschreibung gepackt. Die Hydroponikanlage und mehr findet ihr auch unter faun-ev.de. Wenn's euch gefallen hat, erzählt's euren Freunden, lasst ein Like da und abonniert den Kanal.